hallo. Du bist ja schon da. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Das letzte Mal nahm ich dich mit auf die Reise durch den unendlichen Zauberwald. Doch der Zauberwald besteht ja nicht nur aus Zauber und Wald, nein, in ihm verborgen wohnen zahlreiche Wesen voller Magie. Und wenn du magst, dann stelle ich dir den ein oder anderen heute vor. Huschel dich dafür am besten gleich in dein Bettchen ein, schließe deine Augen und lausche meiner Stimme. Die Geschichte von den Zauberwesen. Die Zauberwäldler, das sind verrückte Trolle, Gnome, Kobolde, Faune, Hexen und natürlich wunderhübsche Meerjungfrauen. Außerdem klitzekleine Zwerge und gigantische Riesen, aber auch fabelhafte Tierkreationen, wie zum Beispiel glitzernde Einhörner und wilde Schladlers. Fragst du dich gerade, ob du das letzte Wort Schladler richtig verstanden hast? Ja, ganz genau. Du hast richtig gehört. Schladler sind wunderbare Tiere. Eine Art Schlangenvögel, die durch die Lüfte fliegen, sich in Baumkronen verstecken oder in den Zauberwaldbergen Nestern bauen. Genau genommen schlüpft ein Schladler aus dem Ei und ist eine zottlige Langhaarschlange aus dichtem Fell mit einem Adlerköpfchen. Schladler haben einen auffällig geformten Kringelschnabel, der zum Ende hin golden strahlt. Es sind sehr aufgeweckte Tiere, die nur schwer zu bändigen sind. Also Vorsicht bei der Haustierwahl. Huch, jetzt hätte ich's fast vergessen. Im Zauberwald darf ja ein wichtiges Völkchen nicht fehlen. Wir natürlich, die wunderbaren, bunt glitzernden und immer lachenden Elfen und Feen. Oft werde ich von Menschlingen gefragt, wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen Elfen und Feen? Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu erklären, denn es gibt unzählige Mischformen, wie zum Beispiel die Elfen und die Feefen. Schon mal was davon gehört? Naja. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Aber solltest du nun in Zukunft irgendwann mal eine Elfe und eine Fee verwechseln oder du bist dir einfach unsicher, was das jetzt nun für ein Wesen genau ist, dann merk dir einfach diese beiden Begriffe. Elfen und Feefen. Kleine Elfenweisheit. Denn die Eitelkeit einer Fee solltest du niemals unterschätzen. Im schlimmsten Fall verwandelt sie dich in eine fette Kröte, die auf den Kuss einer Prinzessin warten muss, um wieder zurückverwandelt zu werden. Also, das habe ich zumindest mal irgendwo gehört. Oder war das in einem Märchen? Naja, egal, wie auch immer. Wir halten also fest, es gibt Elfen, Feen, Feefen, und Elfin und sicher noch unzählige weitere Formen. Elfen und Feen kann man ganz gut an den äußeren Merkmalen unterscheiden. Wir Elfen haben gut ausgeprägte, große Spitzohren, die an den Enden etwas rund werden. An unseren kleinen Körpern
wachsen schmale längliche Flügel mit Verzierungen aus rankenden Blümchen, glitzernden Diamantsteinen oder reflektierenden Flügelschuppen. Farblich orientieren wir uns an Naturtönen. Damit können wir uns sehr gut tarnen und verstecken. Der Wald ist uns mehr als heilig, denn die Energie der Zauberbäume ist unser Lebenselixier. Feen nähren sich zwar auch von den Zauber des Waldes, doch noch viel wichtiger für sie sind die Elemente: Wasser, Erde, Feuer und Luft. Die aufgeweckten, farbenfrohen Lebenskünstler sind etwas größer als wir Elfen. Das Gesicht meist etwas rundlicher und die Ohren sind kleiner wie auch spitzer. Ihre scheinbar hauchdünnen Flügelchen wirken beinahe transparent, als könne man gänzlich hindurchblicken, und trotzdem sind sie wunderbar in den grellsten Farben getaucht, dabei stabil als auch flexibel bei Wind und Wetter. Manche Flügelformen erinnern an die eines schönen Schmetterlings. Ob kirschrot, sonnengelb, azurblau oder smaragdgrün, Feen verleihen der Umwelt einen ganz besonderen Glanz. Doch nun zu den nicht sofort sichtbaren Merkmalen der Elfen und Feen: die Zauberkräfte. Daran kann man die beiden Arten wirklich gut voneinander unterscheiden. Wir Elfen sind Naturschützer und Heilgeister. Wir sind Hilfesteller für jedes Geschöpf. Mit unseren magischen Zauberkräften können wir verwelkte Blumen zum Blühen bringen, vergessene Träume ins Gewissen rufen, den Mut herauskitzeln oder gar Ängste vertreiben. Wir geben quasi verloren geglaubte Fähigkeiten zurück. Jeder kennt das sicher, wenn einem mal der Mut verlässt oder die Angst so tief im Nacken sitzt, dass man glaubt, sie würde einen hinunterziehen und dabei verschlingen. Oder vielleicht warst du einmal so traurig, dass dir einfach alles, was dir in Gedanken kam, völlig sinnlos erschien. Dann brauchst du ganz klar eine Elfe, denn Elfen helfen. Das ist unser Motto. Wir sind so mächtig, wir können jedes erloschene Licht wieder zum Leuchten bringen. Doch auch Feen sind unnachahmliche Zauberkünstler ihrer Art. Streng genommen sind sie die wirklich wahren und einzigen Wünscheerfüllexperten. Diese quirligen, kreativen Seelen werfen mit Wunschanfragen nur so um sich und können sogar unausgesprochene Wunschgedanken vernehmen. Nicht selten kommt es vor, dass Feen für ihren wunderbaren Wunschzauber eine Gegenleistung verlangen, also eine Art Tauschgeschäft. Die wohl berühmteste, auch unter den Menschen bekannteste Fee ist natürlich... Wer weiß es? Genau, die Zahnfee. Ich denke, heutzutage kennt sie jeder. Und auch jeder weiß, was sie tut oder hat zumindest mal was davon gehört. Sie erfüllt nämlich einem Kind einen kleinen Wunsch, holt sich aber dafür den allerersten rausgefallenen Milchzahn. Wunschlos glückliche Kinder überrascht sie gerne mit einem Goldstück, welches sie vorsichtig unter das Kopfkissen legt. Zu Gesicht bekommt man die überaus schüchterne Zahnfee leider niemals, da sie bei ihrer Arbeit des Nachts äußerst leise und behutsam vorgeht. Sie spürt auch genau, wann ein Kindlein tief und fest schläft, erst dann huscht sie in das Zimmer. Also all das heimliche Warten und Beobachten ist verschwendete Lebenszeit, denn die Zahnfee wird dir immer einen Schritt voraus sein. Hast du dich eigentlich jemals gefragt, was die Zahnfee eigentlich mit den ganzen Zehen macht? Hör zu, ich verrate es dir. Die Zahnfee sammelt die Zähnchen für die kleine Kräuterhexe Janette.
Im Gegenzug dafür bekommt die Fee von der Hexe einen speziellen Zaubertrunk, der sie nie wieder altern lässt. So bleibt sie endlos jung und wird die Kinder auf ewig erfreuen können. Doch was macht nun Jeanette, die Kräuterhexe, mit diesem ganzen Milchbeisern? Ganz einfach. Sie stellt heilende Säfte daraus her. Dafür benutzt sie die Zähne als Samen. Sie steckt Zahn um Zahn in reichhaltige Heilerde. Ein magisches Hexenbeet, welches sie mit Liebe hegt und pflegt, bis sie nach ein paar Tagen schon die wohltuenden Kräuterpflänzchen ernten kann. Damit ist und bleibt sie für viele kränkelnde Zauberwaldbewohner eine heldenhafte Retterin, aber dazu in einer anderen Geschichte mehr. Zurück zu den Zauberwesen. Neben berühmten Feen und hilfsbereiten Hexen gibt es auch noch den Troll-Trolli. Mein bester Freund. Er ist sehr lieb, glücklich und verspielt. Ein wahrer Scherzbold, auf dessen Zunge sich immer ein kleiner Witz verbirgt, der nur so darauf wartet, endlich ausgespuckt zu werden. Schaut man sich den Troll an, so springt einem förmlich diese blattgrüne Farbe in den Augen. Trolle gibt es in den Farben Rot, Blau, Grün bis hin zu Violett, Quietschgelb und sogar Schwarz. Auch goldene und silberne Exemplare wurden schon gesichtet. Ich kenne nur diesen einen hier, meinen trolligen Troll-Trolli, und der ist grün. Blattgrün, wie eine Juckerpalme. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, hat mir Trolli zumindest so erklärt. Bevor ich Trolli kennenlernte, lebte er hoch oben auf einem Berg in einer finsteren Höhle. Sein Vater ist nämlich ein ehrfürchtiger, großer grüner Drache. Und dieser Drache, man mag es kaum glauben, lebt und liebt mit einer zarten Elfenfrau zusammen, also Trollis Mutter. Das heißt also, im Zauberwald ist es so, dass wenn Trolle und Elfen sich ganz doll lieb haben, dann entstehen Trolle. Ob dies letztendlich auf alle Trolle zutrifft und diese Geschichte überhaupt der Wahrheit entspricht, das kann ich leider nicht sagen. Vielleicht war es auch nur wieder eine witzige Erzählung von Trolli. Eins ist aber sicher, seine langen spitzen Ohren haben tatsächlich etwas Elfenhaftes. Doch nicht nur das. Er kann pures Glück in Steine hineinzaubern. Dies ist eine unersetzliche, wichtige Aufgabe im Zauberwald, denn glückliche Steine bedeuten viel Energie. Und Energie ist lebensnotwendig für alle Pflanzen, Tiere und all die anderen Lebewesen. Dieser besondere Glückszauber kommt auch den Menschen zugute, sogleich es einem Menschling gelingt, solch einen zauberbesetzten Glückstein zu besitzen. Für all die mächtigen Energien im Zauberwald sind jedoch nicht der Troll und seine Gefährten allein verantwortlich. Es ist eher ein verlässliches Zusammenspiel, ja, eine Art Symbiose aus allen liebenden Lebenden. Ein Geben und ein Nehmen. Ich und all die vielfältigen Zauberwaldgeister streben nach dem harmonischen Einklang der Natur, Freiheit und des Glückes. Wir achten und helfen uns. Jedes Wesen fügt sich mit seiner ganz besonderen Fähigkeit ein und trägt dazu bei, dass der Zauberwald so funktioniert, wie er funktioniert. Wie lauter bunt gemischter Puzzleteile, die am Ende ein schönes Bild ergeben. Das sind wir. Wir sind eins. So beende ich nun meine Geschichte von den Zauberwesen und hoffe, sie hat dir gefallen.
Eine klitzekleine Frage bleibt am Ende mir noch offen. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, ein Zauberwesen zu sein, welches wärst du dann am liebsten? Schreib das bitte unten in die Kommentare rein. Das würde mich brennend interessieren. Ach so, und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das ganz fix, damit du keine Geschichte mehr verpasst. Natürlich freue ich mich auch auf ein Däumchen von dir. Und nun sage ich wieder, bleib nebenbei ganz sorgenfrei.